Vergesst Niki niemals, wenn ihr über die Meinungsfreiheit redet. Und das werde ich in diesem Video tun. Hallo, ich bin Jens der Christ. An Niki bzw. seinen Kanal Never Forget Niki kann man sehen, wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht. Der Kanal Never Forget Niki wurde gelöscht, weil seine Videos YouTube nicht gepasst haben. Unter anderem hat er sich kritisch mit Greta beschäftigt. Und daran kann man sehen, wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht. Ich könnte jetzt dieses Video jetzt hier abbrechen und du würdest wissen, wie es um die Meinungsfreiheit steht. Nein, würdest du nicht. Denn wenn ich das tun würde, dann würde ich das tun, was zum Beispiel auch Niki macht, was Rezo macht, was viele etablierte Medien machen, was so ziemlich viele in YouTube machen. Und zwar einseitig berichten. Denn der Kanal von Never Forget Niki wurde wiederhergestellt. Und daran kann man wirklich sehen, wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht. Was man durchaus kritisch anmerken kann, ist, dass es nicht einfach so passiert ist, sondern dass Niki etwas Geld in die Hand genommen hat und einen Rechtsanwalt beauftragt hat. Wenn er das nicht gemacht hätte und wenn er vor allen Dingen auch nicht so eine große Fangemeinschaft aufgebaut hätte, dann wäre sein Kanal wahrscheinlich nicht wiederhergestellt worden. Und darum zitiere ich mich nochmal von Anfang. Vergesst niemals Niki, wenn ihr über die Meinungsfreiheit redet. In Deutschland gibt es noch die Meinungsfreiheit und wir sind weit davon entfernt, sie abzuschaffen. Jeden steht es offen, wenn er sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt sieht, dagegen vorzugehen und zu klagen. Und wenn es wirklich so ist, dass seine Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, dann wird er auch Recht bekommen. Denn wir leben noch in einem Rechtsstaat. Allerdings sollten extremistische Kräfte wie zum Beispiel die AfD oder die Linken mehr Bedeutung in unser Land bekommen, habe ich die Befürchtung, dass sich das irgendwann ändert. Darum meine Bitte an euch, wählt keine extremistischen Parteien wie zum Beispiel die Linke oder die AfD. Denn wenn du das tust, könnte es passieren, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und in so ein Land möchte ich nicht leben. Ich möchte nicht in ein Land leben, in dem einseitig berichtet wird. Allerdings ist es so, dass in unserem Land einseitig berichtet wird. Und jeder, der versucht, ausgewogen zu berichten, wird von einer der beiden Seiten fertig gemacht. Wenn nicht sogar von beiden Seiten, weil man ja ausgewogen berichtet. Und den Gegner nicht mit Argumenten fertig zu machen, sondern mit anderen Sachen, das können beide Seiten sehr gut. Da zündet man zum Beispiel mal ein Auto an, wirft ein paar Steine in Geschäfte, sagt, geht nicht zu denen, weil der wählt diese Partei. Oder man bekommt nette Kommentare wie sowas wie, ich bring dich um, du Schlampe, wärst du doch lieber nicht geboren, ich würde dich ja vergewaltigen, wenn ich dich sehe, oder sonst noch irgendetwas. All das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und ja, die Meinungsfreiheit wird in Deutschland angegriffen. Die Meinungsfreiheit wird angegriffen von zum Beispiel Never Forget Niki, der total einseitig berichtet. Die Meinungsfreiheit wird angegriffen von Rezo, der total einseitig berichtet. Und wenn man ihn dann kritisiert, mit dem Kommentar, das sind ja alles rechte Spinner, abgetan wird. Um die Meinungsfreiheit in Deutschland zu schützen, bräuchten wir Journalisten, die wirklich wissen, was Journalismus ist. Wir bräuchten mehr Menschen, die ausgewogen berichten. Und wir bräuchten mehr Menschen, die diese Leute dann verbreiten würden. Und ich kenne in der Tat einen Journalisten, welcher sogar beim öffentlichen Fernsehen bzw. für das öffentliche Fernsehen arbeitet. Er selber hat eine Firma, aber diese produziert hauptsächlich für das öffentliche Fernsehen. Vielleicht wisst ihr ja, von wem ich rede, denn er ist sehr bekannt. Einer seiner Kanäle hat erst vor kurzem als Wissenschaftskanal oder Wissenskanal die 1 Million Abonnentengrenze auf YouTube erreicht. Schaut nicht mehr die Kanäle wie zum Beispiel den von Niki. Vergesst niemals, dass es solche Kanäle gibt, aber schaut sie nicht mehr. Und abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Mirkos Kanäle, Mirko alias Mr. Wissen to go. Ich wünschte mir, dass
Mirko, ähnlich wie Julian Bam, eine Schule aufmacht. Keine Schule für Tänzer, sondern eine Schule für Journalisten. Mirko, wenn du das hier hörst, denk mal drüber nach. Wir brauchen mehr Journalisten, wie du es bist. Mirko ist übrigens jemand, über den seine Gegner sagen, dass er fair ist, dass man mit ihm reden kann und dass er keinen über den Tisch zieht. Ich wünschte, man könnte das von allen Funkkanälen sagen. Also, wenn das jetzt hier jemand von Funk hört, der etwas zu sagen hat, dann schmeißt Leute wie Raik Anders raus und holt mehr Leute wie zum Beispiel Mr. Wissen2Go rein. Bleilo hat sich ja mal bei euch beworben. Vielleicht guckt ihr nochmal seine Bewerbung an. Und ja, Bleilo ist kein Journalist. Aber ich finde, dass er auch ausgewogen Sachen kritisch hinterfragt. Solche Kanäle brauchen wir auf YouTube. Wir brauchen keine Kanäle wie Niki. Wir brauchen keine Kanäle wie Oliver Janich. Wir brauchen mehr Kanäle wie Mr. Wissen2Go oder Bleilo. Und das ist der beste Schutz für unsere Meinungsfreiheit. Denn Meinung wird mittlerweile im Internet gemacht. Aber wenn die Kanäle, die ausgewogen berichten, nicht gehört werden, dann bilden die Kanäle, welche nicht ausgewogen berichten, die Meinung unserer Gesellschaft. Das führt dazu, dass die AfD immer mehr Stimmen bekommen und das führt dazu, dass die Linken immer mehr Stimmen bekommen. Das führt also dazu, dass die extremistischen Parteien immer mehr Stimmen bekommen und immer mehr Macht bekommen. Und das ist nicht gut für unsere Meinungsfreiheit. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich recht habe, vielleicht nicht in allen Punkten, aber größtenteils, dann helft mir und verbreitet dieses Video. Und lasst uns dann gemeinsam kämpfen für die Meinungsfreiheit. Never forget Niki. Ich wünsche euch noch Gottes Segen. Und wenn ihr mehr solcher Videos hier auf diesem Kanal sehen wollt, dann sagt mir das. Sagt mir das nicht, indem ihr den Kanal abonniert, denn ich kann nicht sehen, warum ihr den Kanal abonniert. Sagt mir das nicht, indem ihr das Video liked, denn ich weiß nicht, warum ihr das Video liked. Sagt mir das in einen eindeutigen Kommentar, was ihr unter dem Video schreibt, denn das kann ich lesen. Sagt auch in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, über die Meinungsfreiheit. Ich selbst lösche oder zensiere keine Kommentare. Das macht eventuell YouTube, aber ich mache sowas nicht. Selbst wenn ihr mich unter den Kommentaren beleidigt oder mir Morddrohungen schickt, werde ich das nicht zensieren. Denn solche Kommentare zeigen nur, wie dumm solche Menschen sind. Mir persönlich machen solche Kommentare keine Angst. Aber ich kann verstehen, dass manche Leute dadurch Angst haben und sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Und solche Kommentare kommen fast ausschließlich aus dem Lager der Extremisten, wie zum Beispiel der AfD oder den Linken. Dass Parteien wie zum Beispiel die Grünen oder die CSU solche extremistischen Ränder auch haben, das muss ich ja wohl nicht erwähnen. Ihr wisst ja, dass es so ist. Ich wünsche euch jetzt nochmal, glaube ich, Gottes Segen. Aber das Thema ist mir so wichtig, dass ich mir heute mal die Zeit nehme und mal wieder ein Video mache. Leider fehlt mir zurzeit die Zeit. Übrigens ein kleiner Hinweis am Rande. Wenn ihr wollt, dass jemand etwas tut, dann lobt ihn, dann zeigt, dass ihr das toll findet, was er macht. Und dann nimmt man sich vielleicht auch mal Zeit, obwohl man keine Zeit hat. Lob und Anerkennung sind mehr wert als jedes Geld. Das ist übrigens auch der Grund, warum Niki das macht, was er tut. Ich glaube tatsächlich, dass Niki das glaubt, was er sagt. Allerdings ist er, genauso wie Wieso, in seiner Filterblase gefangen. Macht bitte nicht den Fehler und folgt den beiden. Seid kritisch. Hinterfragt alles, was ihr hört. Auch das, was ich erzähle.
und bildet euch eine eigene Meinung. Aber betrachtet ausgewogen alle Argumente.